Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Projekt Schönbau Minden. Ja, meine Freunde, heute fangen wir das Video mal anders an. Wir krempeln das Video mal um, mal machen wir was anderes. Ich habe jetzt schon eine ganze Zeit gestern noch gebaut, ich glaube bis 4 Uhr in der Nacht. Also sind nochmal wieder so 4-5 Stunden hier ins Spiel geflossen. Gestern, und ich zeige euch jetzt erstmal, was ich gemacht habe, und dann könnt ihr euch die Timelapse angucken, wenn ihr da noch Bock drauf habt. Wenn euch das schon reicht, was ihr dann bis dahin gesehen habt, dann schaltet aus, es bleibt euch überlassen. Gleich vorweg, hier an dem Tagebau habe ich nichts gemacht, komischerweise. Ich wollte hier eigentlich hier bauen, aber irgendwie habe ich dann erstmal die ganze Strecke nochmal abgerissen und bin dann irgendwo hängen geblieben und habe dann da gebaut. Also hier ging es jetzt nicht weiter. Hier mit diesem Bahnhof weiß ich noch nicht, ob das wirkliche die Endposition bleiben wird. Müssen wir mal gucken. Gut, dann fahren wir hier jetzt einmal lang. Ich habe hier schon mal eine Unterführung gebaut, nicht ganz zu tief, dass hier die Autos unterherkommen. Hier oben nochmal drei Abstellgleise draufgesetzt. Finde ich ehrlich gesagt ganz schick. So, hier hinten läuft schon parallel eine Straße und ich habe diese ganze Bahn auf einem Bahndamm gesetzt. Einen sehr hohen Bahndamm, aber das passt schon. Werdet ihr noch sehen. So, hier geht es dann langsam schon mit Wegen los. Wie fliege ich denn jetzt mal? Ach komm, ich zeige euch einfach direkt. Ja, hier habe ich einen kleinen Bach angelegt. Hier hinten wollte ich noch so eine Art Quelle bauen, also ein paar Steine hinlegen, dass es aussieht, wenn hier so der Bach rauskommt. Können den Bach ja einmal folgen. Dann geht der Bach einmal hier unter der Brücke durch. Ist gar nicht so einfach, immer hier so eine kleine Brücke hinzukriegen. Muss man viel rumtricksen. Das sieht er dann in der Timelapse. Genau, geht es hier einmal weiter. Wegen der Höhe. Normalerweise wird hier ein Bahndamm gebaut. So, hier haben wir dann eine kleine Brücke. Auch über den Fluss rüber. Und dann, oder auf Bach. Oh, ja, Bach ist ja kein Fluss. Genau, dann geht es hier hinten weiter. Hier an einem Windpark vorbei. Da ist mir das Spiel auch wieder ein paar Mal abgeschmiert, weil ich eine One-Lane benutzt habe. Und wenn man dann eine Station setzt auf einer One-Lane, ja, ist das Spiel halt weg. Den Fehler habe ich mittlerweile rausgefunden und konnte das somit beheben. Ja, dann geht es hier dann noch in einen See. Das wird alles noch ein bisschen ausgeschmiert. Das ist auf jeden Fall ein sehr tiefer See, aber das ist ja wurscht. So, genau, hier habe ich einen Windpark. Ich habe hier auch ganz viele Ideen. So, gestern im Livestream wurde ich dann auch noch gefragt, ob ich nicht mal so ein paar kleine Dörfer mache. Da habe ich gesagt, sicher. Wir werden noch viel mehr kleine Dörfer haben, aber hier habe ich jetzt mal ein ganz kleines Dorf hingesetzt. Genau, ein paar Felder, hier ein Bauernhof, wie gesagt, ein bisschen noch mehr ausschmücken, müsste ich das irgendwann nochmal machen. Hier einfach ein paar Häuser hingesetzt, Autos und so, es fehlt alles noch ein bisschen Dekoration. Aber erstmal so vorab, hier eine Kirche oder eine Kapelle besser gesagt mit einem Friedhof. Genau, also einfach nur ein kleines Dörfchen, zwei Bushaltestellen, ich habe da schon so ein paar Ideen. Auch die Post wird hier lang fahren nachher. Wir haben ja unser großes DHL-Verteilzentrum. Hier werden dann immer so ein, zwei Sprinter zwischen Minden und dem Örtchen, wie auch immer es heißt, hin und her pendeln. Und dann, damit die Leute auch ihre Post bekommen. Genau, dann geht es hier eigentlich an dem Steinbruch weiter, den das Spiel mir hingesetzt hat. Ich möchte hier nichts abreißen, das funktioniert immer nicht so gut. Also habe ich den einfach mit einbezogen. Gut, das hier wird nachher die B65, die dann hier auch einmal unter den Schienen runterher geht. Fand ich auch ganz schön. Hier mit Joyfrids Modbox habe ich hier noch ein bisschen die Texturen verändert, so dass wir hier nicht solche hässlichen Kanten haben und dazu drunter gucken können. Das wird alles noch so ein bisschen dekoriert. Genau. So, hier haben wir jetzt allerdings, ich finde diese Brücke optisch sehr, sehr schön. Die passt genau hier auf meine Straße. Aber ihr seht es schon hier. Irgendwie sind hier diese komischen Zacken. Irgendwie ist das mit der Textur so ein bisschen buggy. Aber ich habe mir gesagt, nachher sieht das eh keiner mehr. Und die passt eigentlich am besten, weil das ist die einzige Straße, wo jetzt hier nicht wieder ein Fußgängerweg noch daneben geklatscht wird. Die bleibt halt einfach so schmal. Und ihr könnt es auch hier sehen. Wir haben hier die zwei Lanes. Also ist eigentlich alles gut. Genau. Also von daher finde ich das eigentlich ganz gut. Ja, genau. Hier haben wir dann noch mal ein kleines Ausweichgleis. Und hier seht ihr jetzt auch mit dem Bahndamm, das sieht eigentlich ganz schick aus.
Irgendwo hatte ich hier auch schon einen Zug stehen. Oder wo der jetzt hingedüst ist. Ach, das Spiel läuft ja, glaube ich, ne? Ah, dann ist der Zug weggefahren. Genau, hier habe ich halt nochmal die Strecke komplett neu gemacht. Hier habe ich noch eine Unterführung gesetzt. Hier habe ich mich erstmal in so einem ersten Bach versucht. Den werde ich noch weiter mit einbauen. Also, ja. Genau. So viel dazu. Ich will jetzt auch nicht zu viel reden. 5 Minuten jetzt schon. Guckt euch die Timelapse an, wenn ihr Bock habt. Hier von meinem kleinen Dorf. Und von dem ganzen Kram, was ich so gebaut habe. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Und dann kommt gleich noch ein Video zum Löschen des Textur-Catches. Bis dahin, haut rein, euer Mr. Bosen. Ciao.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. To be